In Pendelläufen werden verschiedene, schon sehr spezifische Laufformen, wie hier der Vorwärts- und Rückwärtslauf, kombiniert. Hier wird das schnelle Abstoppen und Starten unter Beibehaltung der Körperkontrolle mit aufrechtem Rumpf und gutem Gleichgewicht geschult. Hier werden Pendelläufe im Seitwärtslaufen absolviert. Dieser Spieler dreht uns teilweise den Rücken zu. Um ökonomisch und schnell laufen zu können, sollten solche überflüssigen Bewegungen möglichst vermieden werden. Laufen mit erhobenen Armen ist koordinativ anspruchsvoller. Gleichzeitig wird dabei die für das Handballspiel typische Armarbeit bei kurzen, schnellen Richtungsänderungen mitgeschult. Achten Sie darauf, dass auch bei Richtungsänderungen oder beim Seitwärtslauf ein aktiver Abdruck über den Fußballen erfolgt. Statt die Hütchen zu umkreisen, müssen sie jetzt bei Richtungsänderungen berührt werden. Das erfordert noch mehr Krafteinsatz. Hier muss an den Hütchen mit beiden Händen der Boden berührt werden. Alle hier vorgestellten Laufformen können in Staffeln und Sprintwettkämpfe integriert werden. Solche Leistungsvergleiche sind besonders motivierend und sichern dadurch die für das Schnelligkeitstraining notwendige maximale Laufgeschwindigkeit. In Wendestaffeln wird das spezifische Abbremsen bei Richtungsänderungen geschult. Außerdem eignen sich solche Organisationsformen besonders dann, wenn wenig Raum zur Verfügung steht. Okay, fertig, los! Hier die gleiche Wettkampfform. Die Spieler laufen allerdings gegeneinander. Das stellt zusätzliche Anforderungen an die Wahrnehmung. Diese Form ist bereits sehr handballspezifisch, da das Hineinstoßen in enge Lücken geschult wird. Ah, knappes Rennen, hervorragend. Gut. In Slalom-Sprints werden häufige Richtungswechsel gefordert. Hier werden auf der Slalom-Strecke Sidesteps absolviert. Ja, genau, Hände hoch, gut. Hier wird die Slalom-Strecke in schnellem Vorwärtslauf absolviert. Dabei müssen die Hütchen möglichst eng umlaufen werden. Dieser Spieler senkt bei den Richtungsänderungen den Körperschwerpunkt zu sehr ab. Das kostet Kraft und Zeit. Nun wird die Slalomstrecke im Vorwärts- und Rückwärtslauf absolviert. Dieser Spieler läuft an den Hütchen zu weite Wege. Er müsste sich beim Rückwärtslauf stärker von den Ballen abdrücken und dabei nicht zurückschauen. Jetzt wird in einem anderen Rhythmus gelaufen. Schneller Vorwärtslauf, dann Sidesteps zwischen den Hütchen. Okay, gut. Noch einer davon bitte. Auch hier sollten die Spieler die Hütchen möglichst eng und zeitsparend umlaufen.
Ja.